Herzlich willkommen, das ist Joyce, das ist live. Die Sendung nennt sich The Living Room. Und die wunderhübschen Damen neben mir nennen sich Desiree. Sie hat einen Fisch in der Hand, vielen Dank immer. Hoi Desiree. Hi, oh, jetzt bin ich selber geschlagen. Es geht nicht um den Fisch, geht ein bisschen um Desiree. Und vor allem geht es um den Swiss Nightlife Awards. Der findet nämlich jedes Jahr jetzt wieder statt, am Samstag im Zürcher Komplex 457. Und es werden da wieder die in ganz vielen Kategorien Preise verleihen. Es geht ums Nachtleben in der ganzen Schweiz. Von Zürich bis auf Ascona, ins Welschland und was weiß ich, es noch alles gibt. Best Club, Best DJs und was weiß ich. Und wir verlosen sogar VIP-Tickets für die Afterparty. Jemand, der die Afterparty sowieso wird sein und auch als einer der Top 3 Nominees in der Kategorie die DJ ist DJ AC. Mach mal Lärm für DJ AC, bitteschön! Yeah. Herzlich willkommen, DJ AC. Ja. Alles klar bei dir? Du wirst uns ein bisschen musikalisch unterstützen. Genau. Bist du aufgeregt? Du bist eine von drei DJs. Langsam bin ich im Fall wirklich ein bisschen nervös, was am Samstag wird passieren. Ja. Sonst nimmst du damit voll easy, oder wie? Also das Auflegen, oder was meinst du? Nein, wenn noch Ja gut, ich bin bis jetzt das erste Mal in den Top 3. Also weißt du, das ist schon ein bisschen mehr als das letzte Mal. Bist du stolz? Doch, mal. Okay. Freue mich schon. Wer sind deine beiden Konkurrenten? Der Johnny Rocks und der JK vom Tessin. Wie gute Chancen du dir ausrechnen? Das ist im Fall mega schwierig. Ich weiss wirklich nicht. Okay. Also, es kann alles sein. Es kann alles sein. Ja. Und du kannst alles spielen, was du willst in dieser Sendung. Freut mich sehr, dass du da bist. Wir reden nachher noch ein bisschen drüber. Und jemand anderes, der auch zu uns kommt, reden, ist Zoe Dorinesi. Ihr kennt sie als Moderatorin, ihr kennt sie als Foodbloggerin, ihr kennt sie als fast Miss Schweiz, irgendwann mal vor ein paar Jahren. Und vor allem einfach auch als hübsche, zierliche Dame. Sie wird mit dem Max Lang zusammen den Award moderieren am Samstag. Und sie wird nach einem Live-Tour bei uns Platz nehmen, ist sich jetzt, glaube ich, in der Maske schon parat machen. Der Max Lang, der auch moderiert, er ist leider momentan in Los Angeles. Das heisst, er kann nicht live da sein, aber ihr kennt die Choice. Wir sind interaktiv, wir machen so krasse Zeuge wie Skype und so weiter. Drum, was macht der Desiree? Er skypet rein. So ist es. Und alle gescheiten Zuschauer, die Choice schon ein bisschen kennen, haben es gewusst. Falls ihr Choice kennt, dann wisst ihr, ihr seid alle auf choice.ch/onair. Wie ganz viele Leute jetzt hier, wie der Fabian, der Gmilafio und der Buena Vista und der DJ David, am mitchatten. choice.ch/onair ist die Internetadresse für all die Leute, die Choice noch nicht gesucht kennen. Schaut euch einfach mal ein. Alles kann, nichts muss. Es ist wirklich relativ easy bei Choice. Könnt ihr ein bisschen Senf dazugeben, Fragen stellen, was weiß ich. Und einen Special Guest haben wir übrigens auch noch in dieser Sendung. Das verrate ich aber noch nicht genau, wer das ist. Was für Special Guest tummelt sich denn auf der Online-Seite, bevor wir weitergehen, Desiree? Immer noch gleich. Viel Kompliment für die AC. Wegen? Wegen Musik Sound und fürs Aussehen natürlich. Da sind wir wieder bei der alten Thematik. DJ, Hans auf Musik, Hans auf Aussehen. Alter Zopf, bitte schön. Gute Mischung von beiden, würde ich sagen. Okay. Ja, und Leute sie fragen sich, so ein bisschen, was wir machen heute. Und heute geht es recht um die Musik natürlich. Mhm. Um Nightlife, um Party. Darum hätte ich gerne so ein paar geile Geschichten aus dem Nachtleben. Also wenn du irgendetwas Geiles erlebt hast, choice.ch/onair und erzähl es. Aber nicht so komisch sein, wenn man doch, den Fernseher im Blick mit. Nein. Also ja. Ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch. Aber nicht so komisch wie die, da. Ich weiss nicht, was für Dimensionen du am Denken bist und so. Das weiss ich ja nicht so genau. Jetzt wollte ich, dass ein Fisch in der Hand kam am Anfang. Weißt du, was ich meine? Der ist da gelegen, neben dem Eichhörnchen. Mhm. Und wer hockt neben dem Fisch und freundet sich gerade mit dem an? Ja, und dann? Ist das Problem, dass wir so gut auskommen miteinander? Nein, ist alles okay. Macht eure Fischküsse und so weiter.